Viel hautschonender ist es, wenn man die Haut mit einem Handtuch abtupft. Eine super Alternative ist übrigens auch der Bademantel. So trocknet die Haut sanft und schonend. Ja, abtrocknen nach der Dusche. Ob das nach einer Bierdusche auch gilt, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Aber auf die hoffen ja die Frankfurter Fußballer heute Abend, auf eine ordentliche Bierdusche zur Belohnung, wenn sie das Finale gewinnen. Da geht's nämlich gegen die Glasgow Rangers. Nach 42 Jahren wäre das erstmals wieder ein europäisches Finale für die Eintracht. Und sag ich mal, die Frankfurter wissen es genau, aber wir sind auch mega überrascht gewesen. Die können nicht nur Fußball, die können auch richtig, richtig feiern. Das war nach dem 1:0-Sieg gegen West Ham United Anfang Mai. Die Fans außer Rand und Band. Ja. Das ist vielleicht schon mal ein kleiner Vorgeschmack auf das, was da eventuell dann heute Nacht passiert und auch morgen noch andauern. Denn sollte Frankfurt das Finale gewinnen, ist für morgen eine riesengroße Party angesagt auf dem Frankfurter Römer. Und da hieß es schon im Vorfeld, alle, die mit Fußball so nichts am Hut haben, die sollten die Innenstadt lieber meiden. Das ist ein bisschen wie beim Karneval in Köln. Es sind nämlich auch wirklich einige unterwegs. Allein 50.000 Fans reisen nach Andalusien, um dort das furiose Finale live vor Ort zu sehen. Es sind allerdings auch doppelt so viele Schotten, haben sich angekündigt. Ja, und es kriegen ja auch nicht alle Karten. Also wo die dann gucken, ist die große Frage. Eine ganz heiße Nummer wird es aber auf jeden Fall. Die Temperaturen tun auch einiges dazu. Unser Reporter Sebastian Ried ist für uns live in Sevilla. Lieber Sebastian, wie ist die Stimmung? Ja, noch ist das so ein bisschen die Ruhe vor dem Sturm. Die meisten Eintracht-Fans, die klettern ja jetzt erst aus dem Bett und gehen dann zum Frühstück oder reisen an. Die haben wirklich alles in Bewegung gesetzt, um hierher zu kommen. Die verrücktesten Flugrouten über London, Paris, Sarajevo oder einige fahren auch schon seit Tagen mit dem Zug durch ganz Europa. Es sind aber auch schon ein paar hier, da können wir mal auf die Bilder von gestern Mittag gucken. Die haben sich schon so ein bisschen eingegroovt in der Stadt und auch schon ein bisschen gefeiert. Ihr habt es gesagt, insgesamt werden hier 50.000 erwartet. Und das, obwohl gerade mal 10.000 nur ein Ticket fürs Stadion haben. Das sind tolle Bilder, die wir hier erwarten. Und ihr seht auch die meisten oder eigentlich fast alle in Weiß. Das liegt nämlich daran, dass die Eintracht, die Mannschaft, heute auch in Weiß spielen wird. Und die Eintracht hat in Weiß auch schon den großen FC Barcelona besiegt. Und deshalb nennt man die Eintracht hier in Spanien auch La Bestia Blanca, die weiße Bestie. Und zwei von diesen weißen Bestien, die stehen jetzt bei mir. Und zwar, das ist einmal der Daniel und der Basti. Daniel, vor so einem großen Spiel, wir haben es gehört, vor 42 Jahren der letzte Europapokalsieg. Was macht dein Fanherz? Das muss doch im Dreieck hüpfen. Definitiv. Das ist einfach unglaublich. Ich stehe hier nebendran. Ich habe schon mehrfach Gänsehaut gehabt. Das ist einfach irgendwie so Geschichte schreiben, dabei sein. 80 war ich 3 Jahre alt und habe nicht viel mitbekommen. Aber jetzt hier dabei zu sein, das ist einfach phänomenal. Und irgendwie werden wir heute alles dafür geben, dass wir da Geschichte schreiben können. Basti, wenn jetzt die große Adlerinvasion hier stattfindet und die 50.000 wirklich hierher kommen, was macht ihr denn heute noch den ganzen Tag? Boah, da gibt es keinen Plan. Treiben lassen, mit der Masse mitgehen, ja, Fantreffs, sonstiges und die Stimmung aufsaugen. Wir sind ja seit gestern Abend schon hier, haben da gestern Abend in der Stadt schon einiges mitbekommen. War eine super Stimmung auch mit den Rangers-Fans, also total freundlich. Die wünschen dir viel Glück gegenseitig und hast zusammen gefeiert. Und das macht es, glaube ich, aus. Ein riesen Fußballfest hier. Die weißen Bestien. Und wenn ihr uns drei so anguckt, dann muss einer von uns dreien auch heute noch mal sich umziehen. Ne? Ja, wer ist das wohl? Die Frage ist, ist die Mannschaft auch schon umgezogen, Sebastian? Was macht die heute noch bis zum Spiel? Ja, die Mannschaft ist schon im Hotel, die ist gestern angereist. Die haben hier gar nicht mehr trainiert, die haben sich nur so ein bisschen das Stadion angeguckt. Und ja, jetzt wird heute gefrühstückt und dann wird es eigentlich nur relaxed bis zu dem großen Spiel. Und die Mannschaft saugt natürlich auch diese Stimmung hier auf. Man weiß, dass Jesper Lindström, ein Däne, der für die Eintracht sehr, sehr wichtig ist, fit ist. Der könnte eventuell sogar spielen. Und ja, die Mannschaft freut sich, glaube ich, sehr auf dieses riesige Spiel. Ja, und du dich wahrscheinlich auch. Das merkt man voll. Wie ist denn dein Tipp? So als Sportexperte ganz objektiv bitte. Also ganz objektiv ist mein Tipp ein 3:1 natürlich für die Eintracht. Jawohl. Natürlich. Aber Sebastian, da musst du dir definitiv noch ein anderes T-Shirt anziehen. Ja. Bis heute Abend herzlichen Dank für die Eindrücke live aus Sevilla.
Und apropos Weiß, vermutlich, wenn die jetzt gewinnen sollten, ja, und dann kommen die alle wieder zurück, die weißen Bestien, nach Frankfurt an dem für sie vielleicht schönsten Tag des Lebens, weil sie dann nämlich gewonnen haben, der Sieg ist da, dann wird das eine mega große Party am Römer. Das platzt dort vermutlich alles aus den Nähten. 100.000 Fans im Glückstaumel wollen dann ihre Helden feiern. Aber das hat auch Konsequenzen, denn es mussten auch 9 Liebespaare in Weiß ihren schönsten Tag im Leben erstmal verschieben. Denn eigentlich sollte da ja auch geheiratet werden am 19. Mai. Ist ja auch ein toller Heiratsmonat, der Monat Mai. Aber wenn da so eine Riesenparty eventuell abgeht, dann geht das nicht. Da mussten Hochzeiten verschoben werden. Und das allein waren 9 Hochzeitspaare, die, sag ich mal, diesen Tag verschieben konnten. Vor allem morgen wäre wahrscheinlich auch mega gutes Wetter, aber der verschobene Tag wird bestimmt auch super. Und sie bekommen noch was dazu. Eintracht-Profi Ansgar Knauf, der hat nämlich ein verlockendes Versprechen gemacht, den Hochzeitspaaren. Er würde nämlich auf jeden Fall irgendwie gucken, dass man da vielleicht sich noch ein Geschenk einfallen lässt oder so, ein Trikot. Oder also, dass vielleicht alle zur Party kommen. Ganz ehrlich, da müssen die sich schon was überlegen. Weil wenn man sich das vorstellt, man hat die Hochzeit vielleicht sogar auch schon mehrfach verschoben wegen der Pandemie. Und da kommt der Fußball dazwischen und Friseur und überhaupt das ganze Essen und die Freunde und Familie, die eingeladen waren. Das muss alles verschoben werden. Laura Müller ist eine der betroffenen Bräute. Und sie hat auf Facebook gepostet dazu, ja, ist auch nicht so schlimm. Wir sind eins der 9 Paare und haben einfach auf den 20. verschoben. Wer kann das schon von seiner Hochzeit behaupten? Gäste und Restaurant waren bei uns zum Glück auch flexibel. Wir wären aber auch gerne am 19. mit der Eintracht gekommen und hätten uns den Balkon geteilt. Aber vielleicht kommt die Eintracht ja am 20. dann zur Party von Laura. Das wäre eine mit Ansage. Einem großen Geschenk. Laura, wir drücken auf jeden Fall die Daumen, dass es eine richtig tolle Hochzeit wird. Ja. Und alles, was sonst noch wichtig ist, gibt es wahrscheinlich noch ein bisschen was. Jetzt in unserem Nachrichtenüberblick. Kurz und knackig.